Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video soll es um lineare Funktionen gehen und da erstmal so um so ein paar grundlegende Sachen. Ich habe das Ganze mal jetzt einfach Begriff der linearen Funktionen genannt. Und im Speziellen möchte ich jetzt einfach mal in der allgemeinen Form bleiben. Also dieses f von x gleich mx plus b, diese Schreibweise nennt man allgemeine Form. Es gibt noch andere Formen später. Wobei m die Steigung ist und b der y-Achsenabschnitt. Und um das mal kurz zu demonstrieren, habe ich hier in GeoGebra eine Datei gemacht und habe hier zwei Schieberegler genommen. Und mit diesen Schiebereglern kann ich m und b verändern. Und das Grüne ist der Graph der Funktion. Und jetzt gucken wir uns mal erstmal m an. Was passiert, wenn ich m ändere? Hier seht ihr dann die Zahl, die jetzt für m eingesetzt werden würde. Ihr seht tatsächlich, dass der Graph seine Steigung ändert und ich auch bei negativen Zahlen natürlich so ein Gefälle habe, also eine negative Steigung. Also m ist die Steigung. Und b habe ich jetzt gerade hier auf 0, ist der y-Achsenabschnitt. Auch das kann ich ändern. Das mal auf 1 machen, dann seht ihr, die Funktion geht hier y durch 1, vielleicht nochmal durch 2, dann geht sie durch 2 und dasselbe funktioniert natürlich auch negativ. Ich versuche hier mal minus 1 zu treffen. So, jetzt geht sie durch minus 1. Also ihr seht, dass das tatsächlich so ist. M schreibt die Steigung dieser Funktion und b den y-Achsenabschnitt. Und an dieser Stelle würde ich dann ganz schön das erste Mal sagen, wieso ist es eigentlich m und b? Viel naheliegender wäre doch wie a und b. Aber bei linearen Funktionen oder bei dem Graphen im Speziellen ist a schon vergeben gewesen. A wäre nämlich jetzt der Schnittpunkt mit der x-Achse, also der x-Achsenabschnitt. Der ist an dieser Stelle schon mit a definiert. Also müsste man irgendeinen anderen Buchstaben nehmen. Hätte auch c nehmen können. Oder irgendwas völlig Sinnfreies. Aber m ist ja wirklich die Steigung. M ist ja schon bekannt als ein Buchstabe, der für Steigung genutzt wird. Und da das bei linearen Funktionen auf jeden Fall wirklich die Steigung ist, naja, dann ist es naheliegend, m zu nehmen. Also, a ist schon vergeben. A ist nämlich der x-Achsenabschnitt. Oder komme ich in einem anderen Video zu. Denke ich mir im 2 auf. Lineare Funktion, was ist das Besondere an einer linearen Funktion und so ein kleines bisschen auch, warum heißt sie eigentlich lineare Funktion? Naja, der Graph einer linearen Funktion ist immer eine Gerade. Das sieht man hier auch ganz gut. Das Grüne ist immer eine Gerade. Oder der Graph läuft linear. Das wäre ja eine ähnliche Aussage, daher auch der Begriff. Und selbst, also ich kann m hier noch ein bisschen verschieben. Aber selbst wenn ich m zu 0 mache, ist es eine lineare Funktion. Ich kann mit b dann immer noch den y-Achsenabschnitt definieren. Aber es ist und bleibt eine lineare Funktion. Oft wird das jetzt auch als konstante Funktion bezeichnet, weil sie ja sich nicht ändert. Aber es bleibt eine lineare Funktion. Also selbst dieser spezielle Fall. Und wie gesagt, der Graph einer linearen Funktion ist immer eine Gerade. Und gehen wir mal ein bisschen. Ah, das wollte ich noch gar nicht so. Nehmen wir mal hier Punkt 2. Ein Punkt auf einem Graphen. Nein, ein Punkt auf dem Graphen einer linearen Funktion. Das ist übrigens nicht nur bei linearen Funktionen, sondern bei jeder Funktion. Den kann man so schreiben. Also ein Punkt braucht einen großen Buchstaben. Aber P für Punkt ist einfach genommen. Eine Klammer auf. Dann die X-Koordinate, so wie wir es vielleicht aus anderen Begriffen kennen, ist der Wert, der hier auf dieser X-Achse aufgetragen ist. Deswegen steht an der X-Achse auch immer zwingend das X hier am Ende. Also ne, wenn ich zum Beispiel hier 3 nehme, dann wäre X 3. Dann gehe ich hier hoch. Und jetzt habe ich bei Funktionen nicht einen y-Wert, also üblicherweise nicht,
es wird häufig trotzdem geschrieben. Sondern ich habe natürlich jetzt ein f von x Wert, weil hier vorne bei der allgemeinen Form, ich glaube kurz hoch, auch ein f von x natürlich stand. Und ohne den zu, also der Punkt 3, 5 zum Beispiel. Ne? Und deswegen wird hier auf diese y-Achse auch nicht y geschrieben, sondern f von x bei Funktionen. Also ganz kurz, wie wird ein Punkt auf einer linearen Funktion, oder das gilt sogar für alle Funktionen, wie wird ein Punkt definiert und beschrieben? So, jetzt gehen wir zu 3. Y-Achsenabschnitt. Wenn das so ist, also ich mache mal m wieder ungleich 0, irgendwas anderes. 2. Offensichtlich gibt es, der Graph der Funktion hat keine Chance, er muss irgendwie durch die Y-Achse durch. Denn eine Senkrechte zu dieser Y-Achse wäre keine Funktion. Also, wenn es eine Funktion ist, dann muss er irgendwie durch die Y-Achse durch. Und ich kann hier machen, was ich will. Er muss da einmal durch. Ich kann eine negative Steigung machen, was ich will. Er wird da durch müssen. Wenn es so ist, dass er durch Y durch muss, dann kriege ich quasi immer einen Punkt geschenkt. Denn offensichtlich, dieser Punkt auf der Y-Achse, den kriege ich relativ einfach raus. Und zwar ist, also oben habe ich ja behauptet, B ist der Y-Achsenabschnitt. Das heißt, welche Zahl auch immer da steht bei B, eine 3 oder eine 4 oder eine 5, jetzt bei mir gerade hier eine 1, das ist immer ein Teil des Punktes. Ich habe ja auch den Punkt, sagen wir mal, P genannt. Und hier unten habe ich das mal hingeschrieben. Also, eine Eigenschaft für alle Punkte auf der Y-Achse ist, dass x gleich 0 ist. Wenn ihr Punkte haben wollt, die genau auf der Y-Achse liegen, dann muss für die immer x gleich 0 sein. Also, offensichtlich gilt, ein Punkt, den wir geschenkt bekommen, oder eben der speziell dann für die Y-Achse, wie man es auch mal sehen möchte, der Punkt hat immer die x-Koordinate 0. Nun, und ihr seht, offensichtlich hat er auch immer die y-Koordinate b. Wenn ich für b 2 einsetze, hat er 2. Wenn ich für b 3 einsetze, hat er 3. Also ein Punkt auf einer linearen Funktion ist immer bei 0 b. Grafisch kann man es hier ganz gut sehen. Jetzt könnte man sich ja fragen, wieso und wie zeige ich das mathematisch? Das ist auch wieder ganz einfach. Also bei Funktionen schreibt man ja, wenn ich 0 einsetzen möchte, was ich ja gesagt habe, offensichtlich sind für alle Punkte auf der y-Achse ist x gleich 0. Dann schreibe ich hier die 0 hin, bevor das x stand, und sage f von 0 ist gleich. Und dann setze ich auf der anderen Seite auch überall, wo jetzt noch ein x steht, bei einer linearen Funktion gibt es das natürlich nur einmal, schreibe ich auch eine 0. Also m mal 0 plus b. Naja, und m mal 0 ist 0, sodass nur noch f von 0 ist gleich b überbleibt. Naja, und dann kann man auch mathematisch zeigen, dass das hier tatsächlich stimmt. Ja, und mit diesen Informationen soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.